offen bleibt, wie es im Moment ist oder nicht, nicht wieder so abhängig sein von einer Maskenimport aus dem Ausland. Aber können Sie Michaela Bischoff konkret versichern, dass sie bald eine Maske haben wird, dass es genügend Masken und Schutzkleidung in Deutschland geben wird? Wann ist das soweit? Ich kann Frau Bischoff versichern, dass ich alles tue, Tag und Nacht mit meinem Team dafür, dass wir Schutzmasken ausreichend wieder in Deutschland haben. Sie haben gerade eben gesagt, dass man das nicht hätte wissen können, dass das alles so passiert, was gerade passiert. Dennoch hat ja das Roland-Koch-Institut bereits 2012, 2013 davor gewarnt vor Pandemien. Warum war Deutschland darauf dennoch nicht richtig vorbereitet? Was ich gesagt habe übrigens ist, dass niemand von uns gedacht hätte, dass aus einem solchen Cent-Artikel mal ein solch begehrtes Produkt wird. Das ist was anderes. Was ist gleichzeitig aber eben auch, gibt es eine Debatte darüber, warum wir eigentlich aus vergangenen Pandemien und Epidemien nicht gelernt haben. Schweinegrippe, SARS hat es ja schon gegeben und ich bin auch sehr dafür, dass wir das aufarbeiten und unsere Lehren ziehen für die Zukunft. Aber wissen Sie, Herr Ronsheimer, im Moment, ehrlich gesagt, hilft mir das alles nicht. Ich meine, Frau Bischoff hat keine Maske davon. Wenn ich mich jetzt Tag und Nacht mit der Frage beschäftigt, was 2012 war oder nicht war und wer alles da Verantwortung hatte oder nicht Verantwortung hatte, das hilft mir nicht, es hilft Frau Bischoff nicht im Moment. Ich bin sehr dafür, dass wir die Debatte führen, aber doch zur richtigen Zeit. Jetzt müssen wir erstmal sehr konkrete Probleme lösen in dieser Krise, im Alltag von vielen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Nicht nur Frau Bischoff, sondern alle Deutschen sorgen sich momentan, ob es genügend Intensivbetten gibt, ob es genügend Beatmungsgeräte gibt. Jetzt haben Sie unter anderem im CDU-Präsidium schon davor gewarnt, dass es in den nächsten 14 Tagen ernst werden könnte. Haben wir genug Betten und vor allem gibt es genügend Pflegerärzte, die diese Beatmungsgeräte auch bedienen können? Zuerst einmal ist ja wichtig, dass die Zeit, die wir auch haben, vor der Kurve ein Stück gewesen zu sein, weil wir sehr früh auch sehr umfangreich getestet haben, ja schon vor 2 Wochen genutzt haben. Wir haben vor 2,5 Wochen die Kliniken aufgefordert, mittlerweile auch eine rechtliche finanzielle Grundlage dafür geschaffen, dass sie planbare Operationen und Aufnahmen absagen, nach hinten schieben, verschieben. Das hat dazu geführt, dass heute, Stand jetzt, etwa 45% der Intensivkapazitäten der Betten in Deutschland frei sind, leer sind. Also wir haben uns vorbereiten können, wie wenige unserer Nachbarländer, weil wir eben diese Zeit genutzt haben. Das finde ich erstmal wichtig auch. Das gibt ein Stück Zuversicht. Das ist kein Versprechen, dass es nicht auch bei uns schwierig werden kann, aber es gibt ein Stück Zuversicht. Und was auch gelungen ist, die Krankenhausgesellschaft hat ja heute gesagt, die Zahl der Beatmungsintensivbetten ist von 20 auf 30.000 schon gestiegen. Aber reicht das für den Worst Case? Naja, Herr Ronsheimer, von 20 auf 30.000 ist eine Steigerung um 10.000. Das ist mehr als Frankreich und Italien zusammen überhaupt an Intensivbetten haben. Ich finde, wir sollten miteinander auch mal wahrnehmen, was wir gerade hier zusammen leisten als Gesellschaft, aber vor allem auch die Kliniken, die Ärzte, die Pflegekräfte. Das muss ja organisiert werden, auch die Zahl der Beatmungsgeräte, der Intensivbetten so zu erhöhen. Und was da in den letzten 2 Wochen eben vorbereitet wurde, das ist schon enorm. Und das können wir ja vielleicht auch erstmal als auch ein guter Vorbereitungsschritt wahrnehmen. Klar ist aber auch, und das sehen wir im Moment auch, die Zahl der intensivpflichtigen Patienten, die eine Beatmung brauchen mit Covid-19, das ist ja die Erkrankung, die sich aus der Corona-Infektion dann entwickelt, die Zahl steigt gerade, weil es meistens so gute 2 Wochen dauert ab Infektion, bis dann, wenn es zur Beatmungsnotwendigkeit kommt, bis das dann tatsächlich notwendig wird. Das heißt, die jetzt in die Beatmung kommen, sind sozusagen auch diejenigen, die sich wegen der Rückkehr aus dem Winterurlaub beziehungsweise in deren Umfeld infiziert haben. Das war ja eine sehr starke Infektionswelle in Deutschland, die sich daraus ergeben hat, aus Schweiz, Österreich und Norditalien. Und das macht sich jetzt sozusagen zeitverzögert auch im Gesundheitswesen bemerkbar. Herr Minister, wir wollen noch eine Zuschauerfrage abspielen. Herr Spahn, wie stellen Sie sich das vor? Jetzt fällt uns auf die Füße, dass in dem Pandemieplan die Hausärzte nicht vorkommen. Wir sind meiner Ansicht nach nicht ausreichend vorbereitet. Wir haben zu wenig Schutzausrüstung. Es wird zwar getan, was getan werden kann, aber es ist absehbar, dass es nicht reicht. Wo sind die Pläne für einen ressourcenschonenden Umgang mit dem Material? Ich glaube, die brauchen wir dringend. Was ganz wichtig ist, Herr Dr. Brinkmann hat ja gesagt, es gibt Pläne, die sind aber auch an vielen Stellen in einer Frage zum Beispiel umgesetzt. Ich habe gestern noch mit den kassenärztlichen Vereinigungen gesprochen. Wir haben mittlerweile ganz viele Covid-Ambulanzen, Fieberambulanzen.